lesen wir ein Märchen aus der Epoche der Romantik. Und in diesem Märchen geht es um ein Lieblingsthema der Romantiker, nämlich die Auflösung der Wirklichkeit und das Abgleiten in den Wahnsinn. Viel Spaß! Ich möchte den Text vorstellen in 5 Schritten. Als erstes werde ich eine kurze Skizze der Epoche anbieten. Die Epoche stelle ich mir immer vor als einen unsichtbaren Punkt, in dem das Denken der Menschen in diesem Zeitraum zusammenhängt oder einander ähnlich ist. Im zweiten Schritt möchte ich ein bisschen was zu Ludwig Tieck, dem Autor des Kunstmärchens, sagen. Im dritten Schritt geht es um das Thema, den Wahnsinn. Im vierten Schritt stelle ich ganz kurz den Aufbau vor und ganz am Ende möchte ich euch Fragen vorschlagen, mit denen man sich diesen Text anschauen kann. Wenn man sich jetzt fragt, was ist die Romantik, dann ist diese erste Idee, dass es ein Zeitalter ist, das Liebe besingt, gar nicht richtig. Also die Romantik lässt sich viel besser als eine Gegenbewegung zum Zeitalter der Vernunft, nämlich der Aufklärung, verstehen. Die Aufklärung ist gleichzeitig nämlich auch das Zeitalter der Industrialisierung. Für die Menschen ändert sich das Leben rasant und für viele Menschen orientiert sich das Leben in der Industrialisierung eher an Arbeit, Profit, Effektivität. Also man steht dieser neuen Entwicklung, dem Vernünftigen, gewissermaßen skeptisch gegenüber und fragt sich, ob das etwa schon alles gewesen sein kann. Und das Dritte, was für die Romantik unglaublich wichtig ist, man konzentriert sich eben nicht mehr nur auf die Vernunft, sondern man sagt, der Mensch hat doch so etwas wie Intuition, er hat so etwas wie Irrationalität und er ist nicht nur fähig, die Wirklichkeit zu erkennen, sondern die Wirklichkeit löst sich auch manchmal unter unserem Blick auf und zerrinnt uns durch die Finger, nämlich dann, wenn wir in den Wahnsinn verfallen. Man darf nicht vergessen, aus dem Zeitalter der Romantik gehen Figuren hervor wie Dracula oder Frankensteins Monster. Also es ist eine Zeit, in der auch der Schauer, die Nacht, das Unheimliche aufsteigt und zwar trotz dessen man noch einige Jahre vorher das Zeitalter der Vernunft gefeiert hat. Ludwig Tieck ist von Anfang an, er wird in Berlin groß und geht zur Schule, ein Genie, also ein literarisches Genie. Er wird von seinen Lehrern eingesetzt, um Literatur, die sich zu diesem Zeitpunkt gut verkaufen lässt, zu schreiben, weil es ihm unglaublich leicht fällt, sich Geschichten auszudenken, mit Motiven zu spielen. Er kennt zu diesem Zeitpunkt im Grunde schon alles Wichtige, was geschrieben wurde. Und Ludwig Tieck ist jemand, der mit seinem Freund dann in den 90er Jahren, also Ende des 18. Jahrhunderts, eine Reise antritt. Und zwar aus Berlin und dem protestantischen Teil Deutschlands, in dem überwiegend die Aufklärung stattgefunden hatte, hin in den Teil des heutigen Deutschlands, der ja gewissermaßen noch katholisch war, fest in der Hand der Kirche und noch nicht aufgeklärt. Und sie kommen dort entlang, wo wir heute Würzburg, Bamberg, Heidelberg, also Süddeutschland finden und vor allen Dingen eben auch Franken, also ein Teil, ein recht nördlicher Teil Bayerns. Und die zwei gehen durch die Dörfer und sehen Menschen, die ja, selten lesen und schreiben, immer noch inbrünstig an Gott glauben, mit großem Aufwand Kirchen bauen und ausstatten, an den Weggabelungen stehen immer noch Kreuze oder prächtig angemalte Marienstatuen und sie entdecken eine untergegangene, für sie längst verloren geglaubte Zeit, nämlich ein Widerschein des Mittelalters, in dem die Menschen sich in einer kosmischen Ordnung noch geborgen fühlen. Und diese Reise und die Beschreibung dieser Reise, das macht insofern Geschichte, als sie nämlich den Romantikern überhaupt diese positive Vorstellung eines Lebens in einer geschlossenen Ordnung nochmal vor Augen führen. Und das ist direkt abgelesen
von den Orten, von der fränkischen Kultur, die sie damals auffinden. Tieck wird im Übrigen steinalt und er wird von den Romantikern, die übrigens auch sehr, sehr häufig einfach nur Theorien entwerfen oder weniger Stücke schreiben, die dann auch gar nicht so genau das treffen, was sie theoretisch eigentlich vorhatten. Er ist und bleibt das literarische Genie und liefert allen gewissermaßen die Schablonen. Und es ist total faszinierend, dass man kann sich viel mit romantischer Theorie beschäftigen. Also ich bin großer Fan davon. Und trotzdem ist es erstaunlich, dass gerade Ludwig Tieck, der zu der Zeit unglaublich jung ist noch, als das gerade erst losgeht, bei ihm in diesen Texten finden sich alle Gedanken, theoretische Gedanken, als Literatur umgesetzt. Also, ich finde, ein großartiger Autor. Als Menschen halten wir uns doch für vernünftige Wesen und unsere Beobachtung und Wahrnehmung halten wir für realistische und manchmal vielleicht sogar ganz, ganz objektive Tatsachen, ja, die wir praktisch dem Leben ablesen. Und das ist ganz der Geist der Aufklärung. Die Romantiker machen was ganz anderes. Die Romantiker bearbeiten zum ersten Mal ganz fokussiert etwas, was heute in der Wissenschaft, beispielsweise in der Psychologie oder in der Volkswirtschaft ganz, ganz offensichtlich ist. Der Mensch ist kein rationales Wesen. Also, er hat so etwas wie Rationalität, aber ganz viele Dinge sind ihm nicht bewusst. Und auch wenn er Entscheidungen trifft, macht er das sehr, sehr häufig nicht nach rationalen Gesichtspunkten. Das dachte man sehr, sehr lange Zeit. Und die Romantiker, die erforschen in ihrer Kunst, in ihren Texten, die Rückseite gewissermaßen des Menschen. Also, die erzählen häufig Geschichten davon, wie jemand einen Blick auf die Welt hat, ein Weltbild, eine Motivation, ein Ziel. Und das geht ihm verloren. Es rinnt ihm wie Sand zwischen den Fingern hindurch. Und zurück bleibt eine fragwürdig gewordene Welt und gewissermaßen chaotisches Inneres. Der Text hat sehr vieles anzubieten. Also es ist ja erstmal ein Märchen, was hier erzählt wird. Und trotzdem nimmt uns Tieck mit auf eine Reise, in der einmal der Ritter selbst, also Egbert, immer weiter hineingleitet in eine Auffassung der Wirklichkeit, die nicht so sein kann, wie er es eigentlich empfindet. Wie ist der Text aufgebaut? Ihr habt ja schon gelernt, dass es normalerweise sowas wie einen Erzähler gibt und manchmal gibt es aber eine Figur innerhalb des Buches, die wiederum zur Erzählerin wird einer neuen Geschichte und das nennen wir eine Rahmenhandlung und eine Binnenhandlung und genau sowas finden wir hier im blonden Egbert auch. Wir lernen den blonden Egbert und seine Frau kennen und dieser blonde Egbert hat einen Freund und die sind sich so nah oder verstehen sich so gut, dass der blonde Egbert diesem Freund ein Geheimnis anvertrauen möchte, nämlich wie die Lebensgeschichte seiner Frau ausgesehen hat. Das Schöne an diesem Text ist, es ist wirklich so eine Art Märchengeschichte, aber sie beginnt da, wo andere Märchen enden. Wie enden Märchen normalerweise? Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Oder, und wenn sie nicht gestorben sind, dann genau. Und wir sehen das Paar, wie es glücklich auf seinem Schloss lebt. Und jetzt wird irgendwie so ein bisschen die märchenhafte Vorgeschichte bearbeitet. Also man vertraut diese Geschichte jemandem an. Und wie gesagt, daraus ergeben sich gewissermaßen Konsequenzen. Wie schließen wir den Text für uns auf? Also eine Möglichkeit ist erstmal zu schauen, was hat dieser Text eigentlich mit einem Märchen zu tun? Das ist gar keine so leichte Aufgabe, weil erst überlege ich mir, was ist denn ein typisches Märchen? Und dann, was für Ähnlichkeiten weist der Text der blonde Egbert mit meiner Vorstellung eines Märchens auf? Und welche Unterschiede lassen sich finden? Die zweite Frage führt uns zu den Figuren. Also es ist
hier gar nicht so wichtig, die Handlung zu betrachten. Wir versuchen mit dem Text den Figuren direkt ins Gesicht zu sehen. Also wir müssen davon ausgehen, dass das Wesentliche sich gar nicht so sehr in der Außenwelt abspielt, sondern in der Innenwelt. Und wie erzählt man sowas? Man ja, gestaltet Figuren und wir werden uns überlegen, wer ist Bertha eigentlich? Was für eine Entwicklung hat sie als Mensch eigentlich durchlaufen, um so eine Persönlichkeit zu werden, wie sie heute ist? Und hat sie ihr Glück gefunden? Dieselbe Frage stellen wir uns dann zu Egbert. Was ist der eigentlich für eine Art Mensch? Was für ein Verhältnis hat er zu anderen Menschen? Wie würden wir ihn charakterisieren? Der Text stellt es uns vor Augen, wer er ist, aber er benutzt nicht die Sprache, nicht die Begriffe, die wir vielleicht heute verwenden würden. Also, wir versuchen, Egbert kennenzulernen und zu verstehen. Tja, bizarrer Schluss, menschlich eine Tragödie. Die wohl schwierigste Frage ist, es spielt in diesem Text das Fliehen oder die Flucht eine entscheidende Rolle. Und die Frage ist, wovor flieht die Figur eigentlich? Und dann auf das Menschliche, also auf jeden Menschen hin gemünzt. Also wir versuchen ja sozusagen über diesen Text auch eine zu tiefer liegende Wirklichkeit zumindest mal in die Anschauung zu bringen. Wovor fliehen Menschen im Sinne dieses Textes? Jetzt bleibt mir nur noch euch viel Spaß zu wünschen und vielleicht folgendes: diejenigen von euch, die am Ende des Textes etwas verrätselt und ratlos über den Seiten sitzen, die haben den Text eigentlich verstanden. Es ist nicht so, dass ihr dann was Wesentliches überlesen habt, sondern ihr seid einfach auf dem Boden einer Literatur angekommen, die ihre Phänomene gar nicht mehr restlos abklären möchte, sondern als Gefühl, als Frage in uns zurücklassen will. Viel Spaß!